Zurück in Gefilden auf der Main Quest heiße ich euch willkommen zurück bei Polschmelzung. Hilfe, Hilfe, die Eisbären sterben. Wir sind wieder hier. Ihr solltet diesen Ort kennen. Und von hier aus gehen wir weiter nach Norden, denn ansonsten gibt's ja sowieso nichts. Bis auf große, leere, eisige, uns sehr frierend lassende Ebenen und Winde. Jungchen, spürt ihr es nicht? Dieses Land trotz der Allgewalt des Güldenen. Auch sieht das Einfluss versiegt, die Kälte nimmt Überhand. Wir sind ja schon bei Stufe 3, siehe unten links. Und das heißt, dieses Land muss gezüchtigt werden. Nimm das, elendiges Land! Und das! Ja, das wird dich lehren, so... nicht gülden gefällig zu sein! Empfange den Lohn für deine Widersetzlichkeit! Du willst das Land verprügeln? Mit aller notwendigen Strenge! Das Ganze... Dank Eifer und Beharrlichkeit verbrennt letztlich selbst die Wasserhexe, sagen die heiligen Rollen. Ich habe auch eine Allegorie für dich. Wahrlich? Ist sie von belehrender Strenge, unerbittlich bereits im Anwurf, vorwurfsvoll im Abgang? Komm mit, sonst Arschtritt. Kältezone 3. Und während die lebensweisheitsgesättigte Stilfigur noch im Ohr braust, haben die Helden einen neuen Klirregrad erkundet. Hier ist es dermaßen kalt, dass die Regeneration der HP und MP komplett aussetzt. Also auf natürlichem Wege. Eins noch, es wird noch schlimmer. Geil! Bin ich froh, hier zu sein. Ich habe den Eindruck, wir wollen vielleicht doch das eisige Horn besorgen? Ich drehe mit der Stimme noch ein bisschen höher. Grüße gehen raus. Er ist einer, nicht? Ein Wasserwählter. Oh. Ein Walinger. Lässt du uns durch? Not bizarre. Was? Die Helden haben null der drei Worte schon einmal vernommen. Damn you, Gameplay! Hinter! Aber sowas von... Ui. 25 Münzen. Das ist es mir... absolut wert. Damn you, Reset Gold! Nummer 2? Beziehungsweise Nummer 50? Haha! Aber Momentchen mal, wie kommen wir denn hier wieder raus? Wie soll das denn gehen? Wer hat sich das denn ausgedacht? Da war die Gier wohl wieder größer als... mein Verstand. Ich möchte die Eistrolle jetzt wirklich mal in Ruhe lassen. Wir sind schon allmächtig genug. By the way, hi. Gefroren? Gefangen. Der hohe Norden wäre demnach eine sichere Bleibe. Das hier wäre der Zufluchtsort, falls wir versagen. Das? Wer auch nur einem von euch fällt es ein zu scheitern. Also, wer? Dann gibt's aber sowas von eine Römer gezimmert, sag ich euch. Entsetzliche Kälte. Bleibt sie so schlimm? Nur wenn wir nicht noch weiter nach Norden reisen. Bist übrigens sehr sommerlich gekleidet, Hexe. Ich weiß. Nun wird es tatsächlich etwas ungemütlich. So hoch oben im Norden nimmt die Kälte ein derartiges Maß an, dass die Helden während ihres Aufenthalts nicht nur keine HP und MP regenerieren, sondern darüber hinaus kontinuierlich Kälteschaden, blaues Aufflackern, erleiden. Eins noch. Es wird schlimmer. Why? Wie schlimm wird's denn? Ich behalte mal Gisulfs HP im Auge. 1241? Naja. Immer noch 1241, also noch ist es ja nicht schlimm, aber... was wirklich schlimm ist, ist dieses... aha, zeitlich begrenzt. Ist dieses Rätsel. Was uns drehen wird... Ich wollte gar nicht in eine Pokémon-Arena, aber gut. Dreht es uns immer nach... rechts? Moment, ich verstehe noch nicht ganz.
Das dreht uns jetzt nach rechts? Genau. Das dreht uns nach links. Okay. Ich muss ein bisschen umdenken. Und vielleicht wird ja ein Schuh draus. Ich versuche das Rätsel gleich weiter, doch dann fand ich dies hier. Seht ihr die dunklen Schlieren auf dem ungeheuren Eiswürfel, als ob irgendwas darin eingeschlossen wäre? Meinst du? Mit etwas Fantasie sieht es fast wie eine Katze im Eiswürfel aus. Oh, wie niedlich! Befreien wir sie! Eiswürfel mit Füllung? So ein Quatsch, Kurt. Wer sollte sowas denn erfinden? Es wirkt eher wie eine ungebürstete Jacke. Beim Herrenprinzip der Wahrhaftigkeit, ich sehe dort ein Huhn! Ein umgestülpter Besen. Ein Bart auf der Flucht. Ein Kastanienmännchen vor der Rasur. Oder ein gewaltiger Schneetroll, ihr Idioten! 20 Goldmünzen verbargen sich im tiefen Schnee. Magietrank. Ich hoffe, das lohnt sich in irgendeiner Form. Verdächtig! Oh, deswegen war es verdächtig. Einen Kampf in dieser schneidenden Kälte sollten wir möglichst schnell hinter uns bringen. Und höchstwahrscheinlich mit Feuer. Ich habe die Monsterinformation nicht abgegeben. Oh Schreck! Kalt, nicht stehlen! Was ist denn das überhaupt? Elementarheld Prisma? Schneelauerer! 1148 HP, Schwäche, Wucht und Feuer. Also einfach umschubsen oder in Brand stecken. Nun, das ist die sinnvollste Schwäche, die ich seit langem gehört habe. Um Himmels Willen, das war ein Albtraum. Ich habe den Eindruck, wir sollten hier noch gar nicht sein. Was? Nein, das werde ich niemals überleben. Nee. Spielstand laden. Das wird definitiv und 300%ig nichts. Wirklich? Hier hörte ich das letzte Mal auf. Wir sehen uns gleich wieder. Wundert euch nicht über das Standbild. Ich bin jetzt gerade auf einer Morsezeichen-Übersetzungsseite und habe deswegen halt nicht ins Spiel geklickt. Deswegen läuft es auch nicht weiter. Was für eine natürliche Pausefunktion. Und gebe jetzt hier ein Punkt, Leerzeichen, Punkt, Punkt, Leerzeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht sind damit auch nicht Morsezeichen gemeint. Das ist eine eigene Welt, ne? Dann lang, dann nochmal ein Leerzeichen, dann Punkt und lang. Noch ein Leerzeichen, Punkt, Punkt, lang. Schauen wir mal. Do it, decode. Eistau. Das waren Morsezeichen. Ob man die Lösung so bekommt, irgendwann einmal, oder ob man wirklich im Internet nachgucken muss, man weiß es nicht. Ich kenne doch die Lösung, Eistau. Ich bin doch schlau. Ich verfüge über die Möglichkeiten der modernen Wissenschaft und der modernen Technologie. Nämlich Internet. Das Internet weiß vieles, erzählt auch viel Unsinn, aber weiß auch vieles. Moment mal, da wären Fragezeichen gewesen. Das hätte wahrscheinlich auch geholfen. Wie auch immer. Eine Stimme klingt, ein Hörn erschallt. Ha! Die wollte ich übrigens Russisch sprechen, aber hab's nicht hinbekommen. Die Kette gesprengt, der Panzer geschmolzen, das Horn wird dich akzeptieren. Aber was tut es? Schweben. Das ist ja toll. Das Horn, es akzeptiert ich. Es akzeptiert ich? Soll das heißen, hier kamen auch schon Leute vorbei, die den ganzen Aufwand umsonst gemacht haben? Ich bin einfach toll. Trottel. Noobs. Sei nicht so garstig. Küken, wenn man die Momente der Triumphe nicht genießt, ist die ganze Abenteurerei für die Katz. Ich mag Katzen. Ich mag Katzen. Ich nicht. Dem Lichte zum Sieg zu verhelfen, ist das Heere das einzige Ziel jeder wahrhaften Aventüre. Aber Abenteurer, sag mal, wollen wir das wirklich diskutieren oder hier endlich weitermachen? Meine Güte, ich freue mich und es wird direkt kritisiert. Ihr seid wie das Internet. Da du schon fragst. Schluss jetzt! Manchmal sind das schon ein paar Blagen. Das habe ich gehört. Das ist jetzt meins, ja? Das Ohren im Würdigen. Ist das gut so? Das kommt mir aus Donkey Kong Country bekannt vor.
Also hier, Tropical Freeze meine ich. Ein Objekt so größerer Macht wie das eisige Ohr ist auch in dieser Welt ein gewaltiges Instrument. Es öffnet das verbotene Tor, doch auch wenn du nicht vor jener Pforte stehst, hat der Hornklang Macht. Richte das eisige Ohr auf deine Feinde und sie werden erstarren. Wenn das Ohr erstollt, wird es ruhen, um neue Kraft zu sammeln. Klingt gut. Das Ohr ist kein Spielzeug. Natürlich, also natürlich im Sinne eines natürlich nicht. Kein Spielzeug. Kesauf nimmt das eisige Horn. Und irgendwie hätte ich vielleicht... Ach halt, es gab keinen Eisumhang. Alles okay. Einmal nach jeder Rast kann Kesauf und nur Kesauf die Macht des Horns im Kampf gegen den Feind ertönen lassen. Jetzt kann also nur er die Würfel des Talma nutzen und das Horn. Vielleicht hätte ich die Würfel doch irgendwem anders zuschreiben sollen. Wer bist du überhaupt? Die Kette gesprengt, der Panzer geschmolzen. Das Horn wird dich akzeptieren. Das Horn? Wer bist du eigentlich? Ich bin die Stimme des Orns in dieser Welt. Erdöne ich, weiß das Orn um seine Zeit und kehrt aus dem Eisheim. Andererseits hat mich auch niemand gezwungen, sie zu fragen. Nicht so eilig, ich habe ebenfalls Fragen. Wie warst du mit der Hexe namens Tanka verbunden? In welchem Verhältnis steht ihr? Betreibt ihr Komplizenschaft? Die Hexe des Nordens schirmt seit jeher diese Insel. Einer jeder Würdigen wird die Kraft dazu geliehen. Wieder und wieder formt sich das Band. Und löst es sich, wenn die Würdigkeit fraglich wird? Was fragst du nach Dingen, die du schon weißt? Aha, wie so nennt man, wem eine Hexe dient? Nun, Margahild. Dämon! Jungchen. Oh, außergewöhnlich stabil für einen Dämon. Kannst du dich einfach Leute schlagen? Schluss jetzt, Jungchen, du brauchst entweder weniger Dogmatismus oder einen massiveren Hammer. Beides ist mir recht. Die Kette gesprengt. Aber bleibst du nun im Schnee stehen? Mein Tun ist mir bestimmt. Wart in Schweigen des nächsten Ahren, der kommen wird. Aber ohne Horn? Naja, Talma sei mit dir. Ohne keinen Schnupfen. Hui, mit Vollgas. Was für ein Funkenflug. Ich wollte eigentlich nur sehr neugierig, wie ich halt bin, zum Turm marschieren, doch anscheinend greift eine Horde Ameisen Schildpfoten an. Oder Zombies! Was ist hier? Ich sehe es ja selbst. Es werde ich weniger! Doch, einer fehlt gleich. Mitten ins faulige Herz! Ist sie nicht anbetungswürdig? Schön, dein Schwert steht also bereit. Here we go. Das ist jetzt einfach nur ein Zombiehaufen, den ich im Ganzen angreifen kann. Kesauf stiehlt aus diesem Zombiehaufen einen Fussel. Gelten die jetzt wirklich als Zombiehaufen? Also neu scannbar oder gilt das als Einzelzombie? Ich meine, es könnte auch ein Einzelzombie sein. Mit einer anderen Grafik, ne? Je nachdem, wie das als Skript technisch umgesetzt wird. Da habe ich die Immersion gelöst. Ich meine natürlich... Analyse. Wiedergängerpulk. Wucht und weiter Schwäche, Klinge und Feuer, aber vor allen Dingen wahrscheinlich heilige Magie, die ich sogleich einzusetzen weiß, hier an diesem Orte, wo meine MP wieder regenerieren dürfen. Sobald ich den richtigen Zauber finde, heilige Hand, heilende Hand. I found it! Sieg bei den Göttern, 600 Erfahrungspunkte, gerne nochmal. Das ist einfach, wir sind nämlich, auserwählt. Wo strömen die alle her? Ist die Hohensburg hat dir gefallen? Denk nicht, kämpf! Das Mädchen hat den rechten Geist. Los, Männer, los! Ja, mehr Zombie-Pulke. Ist das die Mehrzahl von Pulk? Vielleicht sogar Palke? Oder einfach Pulk? Ihr wollt was Magisches schmecken? Dann nehmt mal ran! Wir sind die Auserwählten des Horns! Das dürften jetzt zwei
Pulk sein. Ja, geil. Ach gut. Er wurde mit der gleichen Technik wieder erweckt. Dann nutze ich einfach mal die Gelegenheit und stehle. Aha. Und dann nutze ich die Gelegenheit und wende einen flinken Saft auf Brun an, der auch sowieso schon wieder dran ist. Heilige... Wen habe ich beklaut? Den habe ich beklaut. Ich könnte jetzt auch einen Massenzerstörungszauber einsetzen, aber dann kann ich von den anderen nichts stehlen, falls sie sterben würden. Nun... Ich warte einfach. Ja, ich warte. Und so sieht das aus, wenn ich halt nicht vorspule. Ach, wie spannend. Was für ein tolles Kampfsystem. Das 2K3-Kampfsystem. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Sterb. Nya, nya. Nya, 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 nya. Das ist aber einfach. Geht einfach wieder nach Hause. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Stehlt uns unsere Erfahrungspunkte nicht. Und unsere Fussel. Ja, verdammt, wir schaffen das. Sterbt, Ameisen. Wer in Sperrreichweite ist, gehört meinem Zorn. Ja. Yeah. Die restlichen Fussel klopfen wir aus. Hab ich ja gesagt, das sind meine Fussel. Was ist Riefenrot? Glücklich. So wie es aussieht, bin's gleich ich. Schweige endlich, widerborstiges Klingengefüge. Warum wechsle ich nicht einfach die Waffe? Und wer hat hier Zombies gestapelt? Das sieht aus wie irgendein Indie-Spiel. Ebenfalls ein Wiedergängerpulk. Na gut, wie langweilig. Schade. Dafür müsst ihr sterben. Einfach so. Also ihr seid ja schon tot. Und dann wiedergekommen. Goodbye. Hammer es jetzt. Die Bitte um Einlass wurde abgewiesen. Wächterjubel, hurra! Cooler Spruch, Mann! Ob Pella wohl gesehen hat, wie tüchtig ich mich schlug? Nur du? Pella? Sie ist so eiskalt! Vielleicht sollte ich sie zum Weinen bringen! Das war der bisher schlimmste Angriff. Wie viele gab es denn inzwischen schon? Erst kamen sie tröpfchenweise. Dann wurde es Ärger. Und erhalten wir Hilfe? Die Arno-Priester nennen uns Lämmer und rühren keinen Finger, während der Rat der Stadt im Zank versinkt. Was erlaubst du dir, Wächter? Vergiss nie, wer dich besoldet. Stänker nicht in deinem steinernen Panzer. Was hast du denn getan, hm? Der Schultheiß hat den Flüchtling gerade noch rechtzeitig das Tor öffnen lassen, ohne jeden Befehl von oben. Wir haben uns nicht zu rechtfertigen. Nie! Das haben die anderen stets vor dir, Wächter. Ach ja. Nachdem die Wache den Angriff abgeschlagen hat, kehrt jeder wieder auf seine Posten zurück. Ab und kein Geschwätz mehr. Die Flüchtlinge sind drin. Können wir die Stadt noch ein bisschen erweitern? Jetzt, ich glaube, jetzt können sogar die Zelte hinter der Stadt genutzt werden. Denn wenn die schon mal da sind, warum nicht für die Flüchtlinge benutzen? Ich glaube, so war das. Ich weiß mein Eisenhut, wenn das die letzten verdammten Wiedergänger gewesen sind. Wieso muss es sie auch ausgerechnet nach Schildpfoten ziehen? Widerliche Biester, der ganze Boden ist doch voll von ihnen. Es wird immer schlimmer, nicht? Jetzt stiegen sie in Masse südlich der Ordensburg auf, jetzt schon östlich von hier. Setzt sich das fort, kämen sie beim nächsten Mal... etwa mitten in Schildpfoten empor? Was truschelt ihr da? Genau genommen kamen sie da auch schon empor... Aber mich würde jetzt fragen... Ja, sie kamen hinter der Barriere hervor. Nun gut, das sind ja ganz neue Neuigkeiten, die wir hier haben. Ich gehe doch ganz schnell zu den Zelten und dann können wir die Episode für heute auch beenden. Muss ich nach Süden? So, dann hier ins Herrlager. Das jetzt, ja, das potenzielle Flüchtlingslager ist. Sieht so aus, ja. Und dann können wir hier höchstwahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, das bedeutet nämlich höchstwahrscheinlich, ein Küken. Moment mal. Kann man dich nicht mitnehmen? Tja, dann kann wohl nichts mehr passieren. Nee, also nichts für den Schädel. Dann können wir hier, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, richtig, wahrscheinlich neue Mannen für den Ritter da herbei beordern, anheuern, genau, ja.
So ist das. Ach, ist ein bisschen schwierig. Es gibt nämlich einmal so den inneren Monolog, den ich führe, und dann den objektiven Monolog, ne? Der entsteht, wenn ich mich auf das Externe konzentriere, und dann kann ich mich auch gut artikulieren, denn ich weiß, auf was ich hinaus will. Die andere Variante ist die Unterhaltungsvariante von mir. Ich bin komisch. Vielleicht bin ich ein bisschen schizophren, aber nicht auf gefährliche Art und Weise. Ich weiß es halt nicht. Irgendwie hätte ich gern einen Psychologen. Nun denn, wir sehen uns dann das nächste Mal und sollt euch dazu Spaß gemacht haben. Und vergesst einfach die letzten Dinge, die ich so sagte, ne? Das hat nichts mit dem... Ist mir eigentlich scheißegal, was ihr so denkt, ne? Ist mir eigentlich... Also, wisst ihr, die meisten Leute... wisst ihr, die Menschheit, die ist einfach sowas von Mischugge, da... macht das bisschen hier auch nichts. Und die machen so viel Quatsch, dass ich da auch nur sagen kann, wisst ihr was, ist mir scheißegal eigentlich alles, ne? Ich mach hier einfach mein Ding und lass mich nicht aufhalten. Unbesiegt oder so. Das war's jetzt aber. Ich weiß nicht. Ich rede gerne. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bye, bye.